Herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War 3 Kingdoms mit mir, dem Tante Günther, bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Mulu und momentan warten wir noch ein bisschen in unserem Städtchen. Und wir haben eine neue Mission bekommen und wir kriegen jetzt mehr Stolz, weil wir in der letzten Runde, weil wir ein Ritual durchgeführt haben. Okay, cool, alles klar. Das ist doch mal gar nicht so schlecht und wir müssen vor allen Dingen noch gucken, was wir hier mit Shishe machen. Ne? Also den sollten wir uns auch noch angucken. Hat er irgendwelche, der ist im Krieg, der hat Handelspartner, aber der hat keine Bündnisse. Ne? Das ist immer so eine Sache, das ist eigentlich ganz cool. Aber dann nochmal ganz kurz, wie stark ist der? Stärke ist ähnlich, das heißt also, er hat irgendwo eine Fullstack rumstehen, ne? Okay, dann warten wir noch ein bisschen, bis unsere Fullstack mächtiger ist und gucken uns mal so ein paar Runden an. Wir müssen halt ein paar Städte plündern, wahrscheinlich, um unsere Kasse ein bisschen aufzufüllen. Die Sache ist halt nur die... Die Sache ist halt die, sobald wir diese Siedlungen hier kontrollieren, werden wir nicht viel bei den anderen Siedlungen halt machen können, ne? Und es könnte sein, dass uns andere Fraktionen angreifen. Und wir machen ohnehin super wenig Geld, weil unser Armeeunterhalt und den Sold, den wir hier für den Libao zahlen, super hoch ist. Also vor dem Hintergrund ist das vielleicht echt nicht so cool gerade. Kannst du im Gewaltmarsch darüber? Nö, kannst du noch nicht, okay. Die öffentliche Ordnung hier ist aber eigentlich ganz gut, wenn wir da jetzt rausgehen würden. Sag mal kurz. Minus 1, ja, das geht eigentlich noch halbwegs, ne? Bist du in zwei Runden da? Ja, bist du in zwei Runden da. Okay, dann machen wir das jetzt einmal. Charakterentwicklung können wir weglassen. Wer hat ein Level gekriegt? Mulu hat ein Level gekriegt, das ist dann doch wieder interessant. Was hätte ich gesagt? Ich gebe ihm Autorität, ne? Ich muss anwenden klicken. Okay, danke. Vier Runden bis zur Auffüllung. Gut. So lange wird das dauern. Das muss man Slowplay machen, das geht nicht anders. Und ohne eine Fullstack braucht man kein Total War zu spielen. Also zumindest keine der neueren Teile. Ja, Meng Huo ignorieren wir komplett, weil wir können da nichts gegen machen. Der macht random einfach irgendwas, worauf er gerade Lust hat. Wirtschaftlicher Durchbruch. Der nächste Rang an Reform wird zugänglich. 25% Forschungsrate Nanman Wirtschaft. Sorgt dafür, dass das folgende Gebäude gebaut wird. Ein Teeanbauer. Sieg drei Armeen, der oder Garnison. Aktuell 0. Dann kriegen wir einen militärischen Durchbruch, okay? Kennt 10 Fraktionen. Das haben wir abgeschlossen, oder was? Weil das hier schon mit Häkchen ist. 25% Forschungsrate für Nanman-Politik, okay? Habt ein Abkommen, ja, das haben wir auch. Genau, das kriegen wir jetzt. Okay, gut. Wann ist unsere Reform ready? Wo steht denn das? Ist die ready? Nanman Wirtschaft? Nanman Militär? Nanman Politik brauchen wir. Die Vereinbarung kriegen wir so oder so. Es geht nur darum, ob man die 10+10 diplomatischen Beziehungen bekommt oder nicht. Also es kann halt natürlich sein, man sollte das nicht unterschätzen, dieses Gewicht, ne, von +10. Das ist natürlich nochmal ein bisschen besser, wenn man tatsächlich dann Abkommen schließen möchte. Gerade so ein Handelsabkommen könnte ja interessant sein. Handelseinfluss +10 oder +100. Das ist okay, das ist schon recht viel. Haltet eure Feinde näher. Ja, die Frage ist, kriegen wir es nicht auch ohnehin? Ich sag mal so, wir kriegen es doch bestimmt auch ohnehin. Warum kann ich das jetzt nicht forschen? Ah, okay, du fängst dann... Ah, das musst du erstmal machen, damit du überhaupt irgendwas forschen kannst. Und die sind jetzt alle geblockt? Okay. Dann erforschen wir jetzt das.
Und du sagst, noch 3 Runden dauert es. Gut, dann, also weg damit, weg damit. Charakterentwicklung, weg damit, weg damit. Unterstützung erhalten, Kriegselefant. Geilomat. Ja, deaktiviert absteigen und duellieren. Ja, das ist unser Freund, deswegen bekommt er das. +2 Instinkt. +2 List. Okay. Jetzt können wir wieder ein Ritual machen, ne? Erhalten Tierfreund für Mulu. +5 Erschossen, -5 Unterhalt für Tiereinheiten. Nur wenn dieser Charakter Premierminister, Erbe oder Fraktionsanführer ist. Ihr trefft im Wald auf ein verwundetes Tier. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass es in eine Jägerfalle geraten ist und seine Verletzung durch verzweifelte Befreiungsversuche nur noch verschlimmert hat. Die Wunde sieht ernst aus, doch euer Wissen und eure Hingabe zu Tieren macht euch zuversichtlich, dass ihr das tapfere Wesen wieder vollständig heilen könnt. Nichts tun. Ja, wir sind ja Tierfreund. Machen wir ein bisschen Roleplay, ja? So, in 2 Runden geht's los. Wir dürfen gespannt sein. Swanjan ist getötet worden. Nice, okay. Den Tiger entkrallen. Ist das das Tier, das ich vorhin gerettet habe? Nein. Swanjan wird in der Schlacht von Shangyang von Wang Zhu durch einen Pfeilhagel niedergestreckt. Okay. So, da muss ich hin, ne? Da, Wulian. Was braucht der? Ja gut, der hat Instinktpunkte. Ja, mach. Mache, Junge. Gib ihm Instinkt. So, und was ist mit Wulian? Der hat ein Handelsabkommen mit Meng Huo. Ja, das ist doch ganz cool. Dann nehmen wir dem seinen Handelspartner weg. Und dann kannst du hier direkt Gewaltmarsch machen. Stiefel sind mal darüber zu seiner Siedlung. Ja, das findet er jetzt nicht so knorke, aber das ist mir eigentlich egal. Und los geht's. Den vasalisieren wir dann, ne? Krieg erklärt. Okay, Yang Feng hat Lady Zhurong den Krieg erklärt. Fraktionsentwicklung, Handelsunternehmen. Starke Handelsbeziehungen aufzubauen bedeutet, einem Reich zusätzliche Stärke zu verleihen. So ist es. Das war die Reform, die wir jetzt haben, ne? Okay, cool. Und jetzt könnten wir das hier erforschen, ne? Das gibt uns Handelseinfluss, das gibt uns Einkommen. Das brauchen wir aber nicht. Warum? Wenn der Ruf ertönt, antwortet der Stamm. Aber hier steht jetzt zum Beispiel nicht, warum ich das noch nicht erforschen kann. Da wird es einen guten Grund für geben, den ich jetzt gerade nicht nachvollziehen kann, ne? Das blockiert 11 Runden lang unsere Forschung. Das finde ich irgendwie ein bisschen arg lang. Das hier wären nur 5.
Schaltet den Auftrag frei, Feind bedrängen. Schaltet Auftrag frei, Infrastruktur sabotieren. Plus 2 verfügbare Aufträge. Minus 25% Charaktergehalt. Das ist eigentlich nice, aber das kann ich noch nicht nehmen, ne? Weil Charaktergehalt ist tatsächlich halt ein Punkt, ne? Da, das kostet halt richtig viel. Ja. Verschafft euch Zugriff auf Söldnerverträge. Einzigartige, auswärtige Aufträge und Boni auf die Charakterzufriedenheit. Dann gimme, gimme. Dann machen wir das jetzt 11 Runden. Zack. So. Okay, Dong Tuna. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken. Hat Dong Tuna... Der hat aber keinen Brass mit irgendjemandem, ne? Okay, gut. Dann, schließen wir das mal. Und du zeigst mir nochmal ganz kurz die Karte. Das ist eine Stadtbelagerung jetzt, ne? Igitt, die mache ich nicht gerne. Die mache ich nicht gerne. Wie schlimm werden unsere Verluste sein? Hier steht irgendwas mit Mittel. Wow. Naja, wobei 469, das geht ja noch halbwegs. So, den machen wir jetzt zum Vasallen, ne? Diese Fraktion wird fortbestehen und zu einer Vasallenfraktion gemacht, die ihrem Meister Tribut zollt und ihm im Krieg beisteht. Sammelt alle Lehnstreuen, die im Besitz... Okay, cool. Toll. Klasse. Eure Macht wächst, wir sind jetzt Häuptling. Wir haben jetzt die Lehnstreue von dem Typen erhalten. Das gibt noch einen Forschungsbonus. Fernschaden für Nanman-Einheiten, fraktionsweit. Prestige aus Lehnstreue. Kaum bekannt. 5 Punkte Stolz, minus 4 Verfall. Diese Jahreszeit 2 Stolz mit militärischen Taten verdient. Erhöhung 4, Stolz von bekannten Ritualen, minus 4 Verfall. So, wie lange brauchen die jetzt? Eine Runde bis zu voll... ja, okay, gut, die sind ja auch noch fresh, ne? 3, 7 Runden. Ja, ich hätte es ja lieber selber gespielt, ne? Du kannst jetzt nicht mehr gehen. Okay, krass. Das ist natürlich krass. Was ist das nochmal für ein Schwein? Plus 6 Zufriedenheit. Rivalen, Freundschaften. Dong Tuna ist jetzt unser Rivale. Ja, dann hat das ja super geklappt, ne? Ja. Okay, so, und der zahlt mir jetzt Geld. Das war doch diese eine Mission, die ich jetzt machen sollte, ne? Wo sind die nochmal? Da. Da war das doch. Nanman expandieren, beherrschen. Also einen muss ich noch vasalisieren, einen Teebaum muss ich noch bauen und dann muss ich noch eine Garnison besiegen. 2 Armeen muss ich besiegen. Schauen wir mal, wen wir da nehmen. Jetzt haben wir das Ritual des Fisches gekriegt. Was bringt das? 4000 Bevölkerungswachstum. Minus Einkommen aus allen Quellen? Nö. Ja, wir nehmen das für die öffentliche Ordnung. Natürlich. Alles andere ergibt doch keinen Sinn, oder? Ja, komm zurück. Was ist hier los? Fraktionsunterstützung 70 von 100. Ja, das wird noch. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal zeigen. Handelsabkommen? Mit Dong Tuna. Hey, klar. Vielleicht minus 15. Hm. Mit Unterstützung. Guck mal, das. Das.
Willst du immer noch nicht? Okay. Abbruch. Okay, dann zeig mir nochmal den Dongtuna. Warum ist er jetzt gerade nochmal so? Der ist ja noch griesgrämig, ne? Er gramt mir. Weil er mein Rivale ist, natürlich auch, ne? Aber die Fraktion ist halt deutlich schwächer. Aktuell minus 62, neigt zu plus 61. Das wird also besser, okay. Und ich könnte jetzt von Dong Zhuo der Vasall werden, der wird sich darüber auch freuen. Okay. Das ist aber GG bei mir, oder? Wenn ich der Vasall vom dicken Dong werde, oder? Ach, guck mal. Da ist er schon. Da hat er sich die Siedlung da gesnackt, ne? Der Menghuo. Erhalten. Experte für Mulu. Wissen und Instinkt. Schaltet Schildwall frei. Eine sehr schöne Fähigkeit. Lauf mal hier hin. Fraktionsentwicklungen. Neue Fraktionshauptstadt, aber nicht bei uns. Charakterentwicklung können wir ignorieren. Besucher aus der Fremde, das war das... Nee, das war was anderes. Besucher aus der Fremde. Ja, jetzt habe ich es weggeklickt. Das war nicht so schlau. Und was wäre, wenn wir uns jetzt mit Meng Huo anlegen? Der hat ja wahrscheinlich auch Elefanten, ne? Aber guck mal hier, der hat alles um uns herum besetzt, ne? Was machen wir mit Julian? Den snacken wir nachher. Jetzt warten wir erstmal, bis unsere Armee wieder fresh ist, ne? Freundschaft mit Liu Bao vertieft sich. Sehr schön. Lauf mal hier hin. Der will eine regelmäßige Zahlung für einen Nicht-Angriffspakt. Achso, und Unterstützung will er auch. Der will meinen Experten haben. Nee. Nee, du erwartest zu viel. Wart mal ab, bis meine Truppen fertig sind, dann snack ich dir deine Städte weg. Ja, der hat jetzt Frieden mit Yang Shao. Die Frage wäre halt natürlich auch in diesem Zusammenhang, wie lange brauchst du noch zwei Runden? Okay, weil dann gucken wir uns mal den Xi Xi an, ne? Der ist momentan auch schwächer gerankt als wir. Der Dongtuna will jetzt? Vielleicht. Bringt es zum Laufen. 2000 Gold. Nö, sorry, das ist alles Gold, was ich habe. Handel und Heirat. Keine schicken Töchter, mit denen wir, die wir mit ihm verheiraten könnten. Dann warten wir noch. Der müsste ja auch noch drei weitere Kriege am Laufen haben, ne? Die Hauptstadt Stufe 5 ist auf jeden Fall schief. Ritual des Elefanten plus 10 Zufriedenheit nochmal. Klar. Ja, der konföderiert alles vor sich hin, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, ne? 118. Nächste Runde bist du ready. Dann lauf mal los. Ist 贸易赚钱快.
Warum will er das jetzt machen? Auf gar keinen Fall kriegt er die Erlaubnis. Der kann nächste Runde mit mir zusammen dem Typen den Krieg erklären, aber nicht vorher. Okay, das müsste jetzt machbar sein, ne? Er wird noch schwächer gewertet momentan. Willkommen, Freund. Nee, aber der möchte jetzt bald das Handelsabkommen machen. Das ist gut, das bringt uns nämlich mehr Geld. Super, okay. Das delegieren wir auch schnell, glaube ich, weil Stadtbelagerungen sind hier unfassbar räudig. So, dann haben wir eine weitere Mission erfolgreich abgeschlossen. Und hier gibt es nochmal Schotter. Mission erteilt, erlangt die Lehnstreue aller Nanman-Stämme, ist er nix. Obwohl, warte mal, stopp. Das Umbauen dürfte günstiger sein. Trinkhalle, auf jeden Fall. Also, da brauchen wir auf jeden Fall einen Kiosk. Was haben wir hier? Tauschviertel. Warum kann das nicht umgebaut werden? Weil ich das noch auf Stufe 1 bauen kann oder sowas, ne? Dann stuft es mal zurück. So. Und dann muss ich jetzt irgendwie Lin Chen erobern. Minus 8 Reserven. Ja, das geht natürlich nicht. Oder wie? Wobei, wir haben volle Reserven, ne? Wir haben noch 100 Militärvorräte. Eure ganze Fraktion führt es an Nahrung. Nahrung wird in erster Linie von eurer Bevölkerung verzehrt. Echt jetzt? Durch eure Ernte, eure Bauernhöfe erzeugt. Gleichgewicht zwischen... Okay. Mhm. Dann, dafür gibt es 1 Euro, wenn wir das runterstufen. Besetzte Großstadt. Kostet 6.500. Bau nicht möglich. Ihr habt bereits das Baulimit in dieser Komturei erreicht. Dann verbraucht das aber 10 Nahrung, Alter. Stuf das mal runter. Nochmal ganz kurz, Moment. Das hat Auswirkungen auf die Bauplätze. Das hat Auswirkungen auf die Bauplätze. Kann mir jemand... Eine Sekunde. Nee, das geht noch nicht. Okay. Dann schauen wir nochmal. Verhandeln. Okay. Zeig mal Leute, die mich mögen. Jemand, der Nahrungsüberschuss hat. Der Dong. Sehr schwach auf jeden Fall. Arm. Gleich. Sehr schwach. Sehr schwach. Sehr schwach. Hat keine Nahrung hier, ne? Wo ist zum Essen? Sehr reich. Ja. Ja, dann weiß ich ja Bescheid, wo wir hin müssen. Okay. Du hast genau 0. Gleich. Das heißt, der hat auch minus 6? Okay, wir können nicht mit Nahrung handeln. Dann, komm, wir machen jetzt nächste Runde. Schauen wir mal. Kriegen wir noch Verstärkung? Müssten wir haben. Wir haben ja noch Vorräte, ne? Der erklärt uns jetzt den Krieg, okay. Ja, das war so ein bisschen noch meine Überlegung vorhin. Wenn der uns den Krieg erklärt, ob wir halt vorher diesem Abkommen zustimmen sollten, ne? Also eher, wir machen den Nicht-Angriffspakt, weil wenn wir hier unten anfangen zu erobern, dann erklärt er uns auch den Krieg, ne? Das war so ein bisschen die...
die Überlegung. So, das bauen wir dann um. Unterhaltskosten pro Runde 10. Öffentliche Ordnung. Nahrungsproduktion, Einkommen aus Handel. Ja, aber das ist immer schlecht, ne? Was können wir hier bauen? Ich muss ja irgendwas mit Tee bauen, ne? Das war das doch. Das ist so eine Mission, die ich habe. Ah, hier gibt es noch Level. Ja. Mulu, nochmal Level, klar. Instinkt. Charakter am Hof. Unhappy. Was könnte ich dafür? Nein, nicht da. Der ist das, ne? Geh mal da rein und grame dich dort. Ich wollte die Mission mir angucken hier. Ja, da habe ich aber nichts von. Oder? Doch, der nächste Rang an Reform wird zugänglich, da ist es. Ja, aber ich forsche ja gerade hier bei den Dingern, ne? Noch, wie lange dauert das? Noch 2 Runden. Ja, dann sollten wir noch 2 Runden, sollten wir das noch, Entschuldigung, noch nicht bauen, ne? Eisfarm geht nicht, geht nur hier. Das geht nur hier. Was ist das hier? Plätze der Verehrung. Prestige, öffentliche Ordnung, Korruption, cool. Regierungshalle. Forschungsrate, Prestige, aber öffentliche Ordnung wird schlechter. Aber die ist hier ganz gut mit 100, ne? Was haben wir hier? Militärische Infrastruktur, Militärvorräte, Einkommen aus Industrie, Kapazität, Reserven. Baukosten, Wehrpflicht. Ja, das ist nicht so gut. Marktplatz haben wir schon. Orte der Feierlichkeit haben wir schon. Getreidelager. Nahrung, Einkommen, Kapazität, Reserven. Was haben wir hier noch? Nahrungsproduktion, Landwirtschaft. Das kannst du auf jeden Fall mal bauen. Und das da bauen wir später um. Der Menguo soll mir dann halt eben die Städte da oben, Entschuldigung, abnehmen. Das ist okay. Zufriedenheit und öffentliche Ordnung. Keine Sorge, es ist nur RNG. Ja, wir laufen mal dahin. Der Verräter. Aber verbessert ja nicht die Verstärkungsrate. Deswegen machen wir hier den Hinterhalt. Wie viel für 1400? Nee, oder? Spionagemeister, List. Okay, dann sollten wir nochmal in unsere Helden reingucken. Du hast momentan... Das ist der Instinkt, Fritze. Hm. Ja, gibst du ihm das. Und dann gibst du dem den. Und dann passt das. Wie lange dauert das? 4 Runden, okay. Und ist der noch am Gramen? Nein, er ist nicht mehr am Gramen. Okay, gut, alles klar. Ja, gut, okay.
Er wollte unbedingt ein Kommando haben und vielleicht hat ihn das ja jetzt glücklich gemacht. Jetzt müssen wir mit dem einen Typen da oben müssen wir jetzt mal gleich handeln. Okay, und jetzt kriegen wir politischer Durchbruch. Der nächste Reform wird freigeschaltet bei Nanman Armee gedöns. Okay. Fraktionsentwicklung, Handelszentren. Jo. Hä? Das war eine Mission, die ich gekriegt habe, oder? Da dürften wir eigentlich gar nichts verlieren. 71, okay. Mission erfolgreich, militärischer Durchbruch. Wup, wup. Wie der Wind. Wir bekommen Bonuserfahrung für Li Bao. Schön, wir können eine neue Reform festlegen. Hey, cool. Dann machen wir das doch. Und zwar... Rekrutierungskosten, Verlegungskosten und Nachschub. Auf jeden Fall den Nachschub. Für 4 Runden, das ist gut. Wir haben jetzt Nahrung. Immerhin, ein bisschen. Und das heißt also, das Ding müssen wir halten. So, und jetzt können wir mit Shichi mal gerade fragen, ob der Bock hat auf Frieden. Sie geben. Sehr viel. Das wäre auf jeden Fall nice. Vielleicht finden wir noch was Cooleres. Lasst mal kurz gucken. Hat keine coole Unterstützung. Handel mit Nahrungsmitteln fordern. Machen wir ganz kurz Abbruch. Der Dongtuna, was würde mir das denn... Ja, doch, das ist aber okay. Komm, wir machen das Handelsabkommen mit dem Dongtuna. Wir haben ein Handelsabkommen mit dem Han-Kaiserreich. Ja, mach mal das Abkommen mit dem. Menguo, vielleicht. Minus 36, ja, ne? Ja, das wollen wir dann gerne nochmal aushandeln. Okay. Also, dann würde ich sagen, wir nehmen für 10 Runden irgendwie, nehmen wir da 2 Punkte Nahrung, dann müssten wir da ja halbwegs safe sein und dann wollen wir noch, Geld haben, irgendwie 500, geht das? Ja, guck mal, dann machen wir das doch so. Wir kriegen jetzt einen Forschungsbonus für Nanman-Politik. Das Doofe ist jetzt halt, jetzt sind wir da ein bisschen, jetzt sind wir da ein bisschen schlecht aufgestellt, ne? Weil wir ja das hier erforschen wollen. Und der andere Bonus, der tickt ja jetzt wieder runter. Aber okay. Wobei, Moment, Nanman-Politik, doch, das war hier, ne? Ja. Ja.
Okay, Libao findet uns super Dufte. Wir haben eine Komturei gesichert. Fantastico. Nicht verfügbare Aufträge. Zeig mal an. Wen haben wir denn da so? Was kannst du machen? Arbeiterschaft Provinz ausspähen. Besuch des Stammesfürsten. Der hat mehr Optionen als die anderen. Welche Option hat er mehr? Der hat diese Option. Spionageabwehr. Der Sule. Der könnte vielleicht ganz gut sein. Aber Sule ist ja momentan einer meiner... Nee. Doch. Das ist doch... Nee, okay. Das ist der andere. Der Sule, das ist der hier. Ja, der ist das, okay. Das heißt also, wir müssten für so einen Auftrag noch einen Dude an unseren Hof rekrutieren, ne? Dann zeig mir das mal. Es gibt hier noch ein neues Amt. Übrigens. Ja gut, ne? Ich meine, das wäre natürlich jetzt ganz schön, aber dem jetzt halt... Ja, das war eigentlich auch ein Fehler, dem das Amt zu geben, ne? Weil die kriegen halt einfach 200 Euro flat mehr, ne? Das ist einfach zu teuer, das sollten wir nicht machen. Aber wir holen uns auf jeden Fall noch irgendjemanden für ein paar coole Aufträge jetzt, wo wir diese Komturei halt eben haben. Müssen wir mal schauen, wir machen ja ganz gut Geld. Wie gesagt, ne? Also der große Fehler, den man halt oft am Anfang macht, ist, man expandiert und versucht dann das Geld irgendwie in irgendwelche Gebäude reinzustecken. Und dann verliert man diese Provinz und dann ist alles wieder futsch und ja, das Leben wird einfach nur fürchterlich und deswegen machen wir das jetzt hier auf jeden Fall anders. Wir werden also ganz wenig investieren, ganz viel sparen, denn das, was wir eigentlich machen müssen, ist halt Armeen aufstellen. Also ne, je mehr Armeen wir haben, desto besser und ein großes Finanzpolster, das hilft uns dabei einfach. Ja. Wir gucken mal, wie wir das machen und wo wir noch eine Armee zusammenstellen. Wir sehen ja auch hier, diese Armee hat ja bereits einen relativ hohen Unterhalt. Ne? Mit 2000 für eine Fullstack und das sind jetzt keine Premium-Einheiten, können wir da auf jeden Fall rechnen. Das heißt also, das wird hier ähnlich ablaufen. Wahrscheinlich kommen wir hier auf einen Unterhalt von, sagen wir mal, 1800 oder so, weil hier ist ja noch ein teures Charaktermodell drin mit einem hohen Gehalt von 1013. Oh mein Gott, 858, ja. Ja, ne, also man sieht sofort, ne, da ist halt der das kann, also das ist die ganze, ja, ja doch, ne, das ist die ganze Armeeabteilung hier, ne. Du selber kriegst 350, ne, es geht noch halbwegs, 150, ja. Also das kann man da, das kann man dann da so ein bisschen, 200 kann man rausrechnen, wir werden bei 2000 dann landen. Und dann hätten wir hier den zweiten Fullstack dann in Bälde und könnten dann da weitermachen, das ist echt schade. Das ist auch echt schade. Also nee, da geht's. Ne? Genau, aber hier ist halt echt schade. Naja, gut. Wird schon passen. Wie sieht's hier aus? Okay, was war da? Kleine strategische Bedrohung. Da Standardding. Eins mit den Bestien. 15% Unterhalt für alle Einheiten. Warum? Aber Tiere wären doch billiger. Hä? Warte mal. Eins mit den Bestien. Zugang zu allen wirtschaftlichen Reformen des zweiten Ranges. Vor Vereinigung der Stämme. Hm. Naja, okay, gut, dann müssen wir uns noch was überlegen, dass wir den Unterhalt für die Einheiten reduzieren. Aber das wird nur alles, ne? Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut, Pax Vobiscum, Valete.